Bei dem bis zum heutigen Mittwoch laufenden Dieselgipfel im Berliner Bundeskanzleramt kommen die deutschen Autokonzerne möglicherweise um eine milliardenteure technische Nachrüstung der betroffenen Fahrzeuge herum. Das legt der Entwurf der Abschlusserklärung nahe. Demnach werden sie sich lediglich zu einer Nachrüstung per Software verpflichten müssen, die das Ausscheiden giftiger Stickoxide entsprechend verringert. Zuvor hatte der baden-württembergische Ministerpräsident betont, er werde nur einer für Autobesitzer kostenlosen Nachrüstung zustimmen, die Emissionen wie gefordert reduziere. Es muss auch klar sein, dass der Staat auch eine unabhängige, auch klare und scharfe Kontrolle gewährleistet. Entsprechendes erwartet auch der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobel. Ich hoffe, dass es verantwortungsbewusste Automobilmanager gibt, die wissen, dass sie jetzt eine Chance haben, zerstörtes Vertrauen sich zurückzuerarbeiten. Ich rate sehr dazu, diese Chance zu nutzen. Kretschmann wie Strobel haben sich immer wieder dagegen ausgesprochen, Diesel und die Verbrennungsmotoren abzuschreiben. Beide setzen in der Branche, von der hunderttausende Arbeitsplätze im Land abhängen, auf technologische Verbesserungen.